System hinten drauf gekriegt. Mit dem wirst du auch keine Freude haben. Jetzt weißt du, warum der so billig war. Ich gebe mir da schon Mühe, aber... Freunde, seid gegrüßt. Mein Name heißt Jens. Ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs. Wir haben uns, glaube ich, lange nicht mehr gesehen. Das dürfte jetzt das erste Video nach meiner Sommerpause sein. Die Sommerpause war auch dringend benötigt, weil ich nochmal auch Routineuntersuchungen gemacht habe, auch nochmal eine Herzkatheteruntersuchung. Also jetzt ohne Grund, das war nur nochmal routinemäßig. Musste mein Leben nach meinem Herzinfarkt nochmal so ein bisschen nachsortieren und auch mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und da war halt YouTube und Film doch jetzt ein bisschen störend. Ich habe trotzdem viel draußen gewandert, Tagestouren gemacht, aber alle nicht mitgefilmt. Da ist der Bernd. Der kommt heute nochmal mit. Das war jetzt eine relativ spontane Tour, weil wettertechnisch ist es eigentlich eher beschissen. Wir haben Ende Juli und draußen gefühlte 100% Luftfeuchtigkeit. Es soll heute noch trocken bleiben, aber heute Nacht dann irgendwann anfangen zu regnen. Auch nicht gerade so knapp, aber wir sind ja Siegerländer, wir lassen uns davon nicht erschrecken. Wir haben auch nicht großartig vor, hier Bäume auszureißen, einfach nur ein Lager aufstellen. Ein bisschen was kochen. Ja, mit Feuer müssen wir gleich mal hausieren, weil trotz Regen der letzten Tage ist es doch hier schon recht trocken. Also das wird gleich nur noch Gas, vielleicht Spiritus werden, aber das müssen wir mal gucken, wie die Lage so ist. Es ist trocken. Ja. Ist immer noch Waldbrandgefahr. Ja, ja, ja. Der Boden hat ja aufgesaugt, ohne Ende. Von daher ist das alles weg. Ja, jetzt haben wir unseren Platz schon erreicht. Es war nicht gerade Autobuschkraft, aber so 2-3 Kilometer mussten wir schon gehen. Und jetzt bauen wir auf und dann lassen wir den Tag hier gemütlich zu Ende gehen. Where? Ja, nur da. Nur da. Was hast du da für einen Tarp? Kenne ich auch noch nicht. Ein Digicam China Tarp für 10 Euro von Amazon. Das ist gleich, das ist klein, das ist leicht, es wiegt nichts, gar nichts. Und habe ich schon eine Badewanne draus gebaut und ist wasserfest. Oh, okay. Entschuldigung, gerade das Kameragewackel, aber mich hat irgend so ein Vieh gestochen. Ja, die waren auch schon bei mir, die Mücken. Jetzt habe ich leider Gottes mein zweites T-Shirt vergessen, was ich eigentlich noch mitnehmen muss. Ich muss jetzt noch mal meinen Rucksack gucken, aber mein Hemd ist schon durch. Und ich glaube nicht, dass das heute noch trocken wird. Muss ich gleich wohl übel anziehen und irgendwie am Leib trocknen. Doof jetzt. Ja, das Setup habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, das letzte Mal so in der Art beim der Tour mit Dietmar und Roman, wo wir so fürchterlich abgesoffen sind in der Eifel, im Landkreis Liebernich in Hengarsch. Ich blende euch mal das Video jetzt oben ein. Fehlt echt ein Tisch, aber ich kann nicht noch mehr schleppen. Da müssen wir bald wirklich mit dem Auto in den Wald fahren. Da gibt es ja auch schon Protagonisten, die das so machen. Ja.
Aber irgendwo hängt, hört es da mal auf. Ach, das säuft schon der Nette her. Hm? Haben wir schon nach 18 Uhr? Wie viel? Haben wir schon nach 18 Uhr? Ja, ja, dann darf ich ja. Prost. Essen wir heute mal gesund, ne? Ich muss ja jetzt auch herzbewusst kochen. Und heute gibt es zur Feier des Tages sogar mal Fleisch, was ich unter der Woche eigentlich schon gar nicht mehr habe. Weniger Salz, weniger Zucker, wenn geht gar nicht. Dann mehr ungesättigte Fettsäuren, nicht gesättigte Fettsäuren. Das ist übrigens das Baby stumpf. Da ist ja eigentlich ein Wellenschliff drin, der ist aber jetzt nicht mehr da und seitdem ist das auch bumsescharf. Morgen sind wir zerstochen. Alter, ich gehe hier kaputt. Auch Fingerchen auf. Geh stumm. Ja, ich darf mich jetzt nicht verletzen, sonst haben wir ein Problem. Ja, ich habe keine erste Hilfe mit. Und ich habe Blute stark. Mit den ganzen Medikamenten, die ich intus habe. Hasenkuttel. So. Und sofort die Hitze da. Deswegen musst du dich immer schnell beeilen. So, jetzt wird es stinkig. Das ist jetzt eingelegte Hühnchenbrust. Und da ich kein Salz verwenden möchte, habe ich die in Fischsoße getunkt. Und Fischsoße ist halt leider auch sehr ätzend im Geschmack oder bleibt an den Fingern haften, ist aber auch sehr salzig und ist ähnlich wie Sojasauce, kann man sagen. Tomatenmark gleich mit anschwitzen. So, jetzt habe ich das ganze Gemüse drin. Sieht sehr schön bunt aus. Und damit jetzt noch ein bisschen was reinkommt, was cholesterinsenkend ist. Ich habe hier noch getrocknete Champignons. Die habe ich mal nicht alle gekriegt. Und da ich einen Dörrautomaten habe, habe ich mir die jetzt getrocknet. Die können dann jetzt hier wieder ihren Geschmack, sofern sie das noch haben, noch abgeben. Und meine selbst kreierte Gewürzmischung. Da ist zum größten Teil Gemüsebrühe drin, Paprika, Pfeffer, Majoran, Chili. Das gute Würzmesser. Freut sich immer der Pushkraft Kraftdorf, wenn ich das nehme. Der Jörg, ich verlinke mal seinen Kanal, schenkt dem Mann mal ein Abo. So, wir spielen jetzt mal ein Spiel. Und zwar legen wir uns die Hand dahin und müssen. Ja, genau. Yeah. Du fängst an. Oh nee. Wir müssen die Finger haben. Lass mal. Ich muss nicht.
guck mal, die waren noch schön kühl. Mhm. Oh ja. Ist das Bierchen denn auch schön kühl? Ja. Das ist schön kühl. So, jetzt haben wir uns mal ein paar Löwechen übergezogen. Ja, genau. Das von Engelbert Strauß. Bin ich heute ohne Tarnklamotten und trotzdem getarnt. Na, bis auf die Mütze, die ist aus Tarn. Aus Atex. Auf, dass wir morgen leichter sind. Genau, Prost. Prost. Ja, Freunde, wir haben hier jetzt kurz vor 10. Wir haben noch ein bisschen was Bier hier offen und machen gerade ein paar Privatgespräche über Gott und die Welt. Und ja, das große Vieh lässt uns soweit in Ruhe, auch wenn man es hier und da schon mal rascheln hört, hätte ich nicht geglaubt, weil sonst war es ja immer relativ ruhig, aber das kleine Tier frisst uns halb auf. Ich habe auch, jetzt muss ich mal eine Anti-Werbung machen. Wo habe ich es denn? Hier habe ich es. Das dabei, das für keine 5 Pfennig hilft. Ja, oh, für eine halbe Stunde reicht. Ja, das geht immer so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde geht das noch und danach hast du gleich wieder bzz, bzz, bzz. Und hier steht drauf, Schutz vor Mücken und Zecken. Aber gegen die Mücken, die lachen ja einfach nur drüber. Aber das ist schon eine mutierte Corona-Covid-19-Mücke. Ja, definitiv. Die stechen böse. Ja, oh, jetzt hat gerade ein Schuss sich gelöst da unten. Ja, das passiert öfters. Aber wir sind hier safe. Wir sind hier safe, ja. Jetzt werden wir noch weiter unsere Gespräche führen und dann ja, gehen wir gleich in die Falle. Und da sage ich euch dann nochmal gute Nacht wahrscheinlich. Oh, auch die Tassen. Hilft nichts. So, das waren jetzt aber gerade 3-4 Schüsse ineinander, ne? Mhm. Das war jetzt auch nicht gerade nach Jägerlatein. Ja, Freunde, ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Ich gucke jetzt noch eine Folge von Timo Togo. Den Kanal verlinke ich euch jetzt mal oben in der Infobox. Und morgen geht's weiter auf diesem Kanal. Bis dann. Ciao. Oh, da ist eine Spinne. Gehst du weg? Ja, guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Outdoor-Unterhaltung. Wir hatten doch, denke ich mal, eine angenehme Nacht, aber wie prophezeit, auf Stichwort ab 2 Uhr Regen, teilweise richtig heftiger Starkregen. Und der bis jetzt, wir haben die Uhr, 17:45, nicht aufgehört und auch nicht mehr aufhören wird heute. Also habe ich jetzt das tolle Vergnügen, da ich jetzt doch mal groß pullern musste. Wenn ich jetzt wach bin, das Ganze hier unter dem großen Tarp, Gott sei Dank habe ich das große Tarp mitgenommen, zusammen zu bauen und zu setzen und zu packen. Was natürlich alles nur in gehockter Haltung geht. Aber immer noch besser wie nass werden. Und Irienzwie hättet schon immer Jod gegangen. Und in dem Sinne packe ich jetzt mal weiter und hole euch dann gleich nochmal dazu, wenn es noch was zu filmen gibt. Jetzt geht das los hier. So, mein Setup hat soweit gehalten, ist noch alles trocken. Da bewährt sich doch ein großes Tarp. Und auch die Tatsache, dass ich noch eine Röhre mit hatte, einen Biwaksack. Das war auch gegen die Mücken gestern ganz gut. Ja. Der Bernd ist auch nicht abgesoffen. Alles trocken. Wunderbar. So. So ein herrlicher Sommerregen hat ja auch was Tolles. Und wenn das so aufs Tarp plätschert, ich finde das total klasse. Also. Aber das alles zusammenzubauen unter dem Ding im Knien, wenn es überall beckelig und batschig ist und dir dann am Rücken dann das Tarp klebt und so, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Wir sind jetzt abmarschbereit. Unsere Spuren können wir nicht ganz beseitigen, weil halt die Stelle, wo wir gelegen haben, trocken ist. Jetzt machen wir nochmal ein 360. Danach der Bernd.
Und ja, dann machen wir uns jetzt ab durch den Regen nach Hause. Ich bin wieder froh, dass ich dabei gewesen bin. Und ich bin auch froh, dass der Bernd wieder damit dabei gewesen ist. Ich bin auch froh, dabei gewesen zu sein. Und ihr seht, man kann sowas auch im Regen machen, auch ohne größere Probleme. Wir sind gechillt. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder auf meinem Kanal entdecken darf. Schöne Grüße an die Gemahlin und so weiter und so fort. Gruß und Kuss, dein Julius. Bis dann, ciao. Ja, Freunde, man lernt ja nie aus in der Natur und ich habe jetzt hier was gesehen, was ich nicht verstehe. Wenn einer von euch weiß, was das ist, der kann mir das dann mal eben unten in die Kommentare schreiben. Ob das irgendein Pilz ist, wahrscheinlich wird das so sein. Schaum aus dem Baum. Schaum aus dem Baum. Ja gut, das habe ich bei uns beim Baum am Hof auch schon gehabt.